Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Kena Bridge of Spirits. Ja, wir haben die drei Eulen jetzt dort in die Fassung gestellt, haben dafür ein bisschen Karma bekommen und ein paar Steinchen. Und wir werden jetzt weitermachen. Wir brauchen ja hier vorne jetzt noch einmal diese Wasserkugel. Ah, ich sehe schon, wo sie drin ist. Hier vorne ist sie drin. Bei dem Wasserrad hier. Okay, dann müssen wir sie mal rausschießen. Mit unserem Pfeil. Oh, da ist sie auch schon. Perfekt. Und sie landet sogar genau auf der Pflanze drauf. Okay, dann rufen wir mal unser Rottmonster. Denn wir müssen hier vorne... Hier vorne haben wir nämlich ein paar... Pflanzen. Ein paar Beete. Die wir wässern müssen. Einmal hier unten. Haben wir auch Karma eben gekriegt. So, dann müssen wir hier oben nochmal hin. Hier oben ist auch was. Genau. Und da ist sogar... Ah, ein Rott sogar. Sehr gut. Wir haben es geschafft. So, dann befreien wir mal den Rott. Komm raus, kleiner Freund. Sehr schön. So. 64. Einen brauchen wir noch. Dann erreichen wir das nächste Rott-Level. So, hier kommen wir jetzt... Hier kommen wir jetzt nicht durch. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ah. Ah, okay. Hier sind nochmal Steine. Oder müssen wir da dort hoch? Wir machen erstmal die Steine hier weg. Okay, dann können wir durchgehen. Ah, oh, hier ist eine verfluchte Kiste. 35 Sekunden, 10 Feinde. Oh, da sind sie auch schon. Wir lassen sie erstmal spawnen. So, Rotthammer. 7 Feinde noch, 6. 18 Sekunden, oha. Kommt her, kommt her, kommt her. Schaffen wir das? Ein noch, 6 Sekunden. Wo ist der letzte? Ach, hinter uns. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Boah, 2 Sekunden, das war knapp. Wieder mal knapp. Uiuiuiui. Aber wir haben es geschafft. So, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Ein Rott. Jawohl. 65 haben wir jetzt. Du kleiner Freund. Level 4. Die Rott können jetzt mehr Aktionen ausführen. Ah, wir haben jetzt einen vierten Rott-Punkt quasi. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns hier wieder raussprengen. Ob wir auch hier anders irgendwie rauskommen. Irgendwas zum Wegschieben? Nee. Ja, dann müssen wir uns hier wieder raussprengen. So, ich glaube, wir müssen hier hoch. Ich glaube, wir müssen da hoch. Weil hier durch das große Tor kommen wir nicht weiter. Das ist verschlossen. Und da, wo wir im vorigen Let's Play waren, da kamen wir auch nicht weiter, denn da fehlt uns auf jeden Fall noch was. Also wir müssen definitiv in die Schmiede rein. Und wir gucken mal, dass wir jetzt hier vorne irgendwie hochkommen. Aber wir kommen nur mit... Kommen wir jetzt nur mit dem Fahrstuhl dort hoch, oder wie? Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken hier. Eingang der Schmiede. Wir gehen mal dahin, zu dem Eingang. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Also links, da kommen wir nicht weiter. Eingang der Schmiede. Wir gehen mal direkt dorthin. Das kann ja nur hier oben sein. Kann man hier hoch den Weg? Oh, hier vibriert irgendwas. Meist, oh, hier schon wieder. Meist ist das ja dann irgendwie mit einem kleinen Rott. Ah, wir können hier vorne den Schrein machen. Den machen wir jetzt auch. Wir holen uns mal das Rottmonster. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das anders aussieht. Wir sind ja jetzt Level 4. Und bisher hat sich jedes Mal das Monster verändert, also wurde größer. Ist es größer? Weiß ich nicht. Doch, oder? Das Geweih hat sich ein bisschen verändert, würde ich jetzt meinen.
Bisschen größer. Oh, Mist. Wir dürfen nicht runterspringen. Wir müssen hier an der Seite dann runter. Ich glaube, das Geweih ist ein bisschen anders. So, nochmal. Und wir haben jetzt 4 solcher Rottkugeln. Unten links. Also wir können 4-mal, rein theoretisch, 4-mal den Rotthammer schwingen. Oder 4 Feinde gleichzeitig mit diesem Rotthammer erledigen. Das ist nice. Das ist richtig nice. So. Jetzt machen wir diesen Blumenschrein fertig. Und dann gehen wir auch dort hoch. Ich glaube, wir müssen da hoch. Wenn wir dann hier hochkommen. Oder wir müssen uns einen anderen Weg suchen. So, wir sammeln erstmal die Steine ein. Sehr gut. Und jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Ja, wir müssen hierher. Aber wir kommen hier nicht hoch. Oder hier an der Seite? Ah ja, doch, oder? Nee, das schafft sie nicht. Sie rutscht immer wieder runter. Ich gehe mal hier hinter. Ich glaube, wir müssen hier hinter weiter. Vielleicht geht's hier vorne einmal so hoch. Nee, auch nicht. Ah, wir laufen mal hier um das Haus rum. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. So, hier ist ja der Hutlan. Ah, hier geht's, glaube ich, weiter. Hier geht's, glaube ich, weiter. Und hier... Haben wir hier alles gemacht? Ja. Hier haben wir alles gemacht. Den Rott haben wir da dort schon geholt. Okay, dann können wir hier weiter. Ah, guckt mal, hier steht sie auch. Ah, alles klar. Okay. Guck mal, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Nee. Jo, hier steht sie nämlich auch. Dann quatschen wir sie mal an. Oh, Rufus hilft uns. Na, kommt doch schon. Okay, was macht er? Ach, der rammt bestimmt diesen Stein dort weg. Damit wir da durchkommen. Ja, genau. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Rufus. Genau, und jetzt geht's da nämlich dort nach oben. Quatscht sie jetzt nochmal? Es... ja, kein junges Reh mehr. Okay, sie trifft uns in der Schmiede, nachdem wir die Verderbnis bereinigt haben. Okay, gut. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg dorthin. Ah, gleich wieder Feinde. Genau, da unten waren wir nämlich. Na dann, auf geht's. Oh. Oha, das war knapp. Der hat uns beinahe getroffen und der trifft uns aber. Nein! Der hat uns getroffen mit seiner Feuerblase oder explosiven Blase, die er da hinten dran hängen hat. Ah, das ist hier wieder so ein Pfeilspiel, glaube ich. Bogenspiel. Ah ja. Oha, die sind aber ganz schön weit weg. Schaffe ich das? Sieht gut aus. Ich bin ja nicht so treffsicher. Aber... Hey, wir haben es geschafft. Und ein Rott freigeschaltet. Perfekt. 66. Oh, 100 brauchen wir jetzt. Uiuiui. Laufen ganz schön viele mit hier schon. So, da drüben rechts ist eine... Blume, aber die geht noch nicht auf. Da sind wir viel zu weit weg davon. Jetzt müssen wir da irgendwie rüberkommen. Aber das geht nicht. Wir müssen, glaube ich, erstmal hier runterrutschen. Da kommen wir nicht hin. Ah, hier ist der Eingang, den wir von unten gesehen haben. Von dort unten. Genau. Haben wir den Eingang hier gesehen. So, ist hier vorne noch irgendwas? Können wir irgendwie hoch? Nee, wir müssen hier rein. Dann machen wir das auch.
Und ich sehe schon wieder Feinde. Sehr gut. Oh, den haben wir fast gehabt. So, wir machen zuerst diesen Golem hier. Oh, hier ist noch einer. Oha, wo habe ich denn die Blase hingefeuert? Hier ist eine dicke Knospe. Die ist aber noch nicht auf. Ach, verdammt. So, jetzt aber. Jawohl. So, den jetzt noch. Ich schick mal die Rotz rauf. Mal gucken, was die machen. Ja, die machen gar nichts. Okay, dann müssen wir ihn doch aufsprengen. Ja, anders geht's auch nicht. Okay, sehr gut. Geschafft. Ah, jetzt ist die Knospe auch auf. Sehr gut. Weg mit der Verderbnis. Okay, von da sind wir gekommen. Oder von da? Von wo sind wir gekommen? Sind wir von hier gekommen? Glaub ja. Oder? Ja, von hier sind wir gekommen. Genau, dann sind wir hier runter. Und dann müssen wir jetzt hier rechts weiter. So, hier haben wir wieder ein paar Steine, die wir sprengen müssen. Rotz, aufpassen. Oh. Oha. Wo muss ich hier hoch? Die Blume kriege ich da nicht aktiviert. Kann ich einen Stein hier irgendwie umsetzen? Ah. Ich muss, glaube ich, erstmal hier rauf. Okay. So, jetzt vielleicht. Ah ja. Jetzt geht's. So, jetzt kommen wir auch dort zu Blüte hin, zur Blume. Wo müssen wir nur hin? Hier rüber? Hier rüber? Und dann? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal die Steine hier unten. Oh nein, nein, Rotz. Aufpassen. Der war ein bisschen doof geworfen. So, jetzt aber. Ah ja, jetzt hier. Ab auf diesen Stein rauf. Perfekt. Sehr cool. Wir gehen hier zurück. Ich glaube, hier hinten war noch ein Rott versteckt. Genau. Hier vorne. Den holen wir uns. Tada. Einmal einsammeln. Wir kriegen auch, wenn wir Sachen abschließen, kriegen wir auch nochmal Rotz. Also das heißt jetzt nicht, dass wir hier noch 32, 33 Rotz sammeln müssen. 23 Rotz. 33? 33 Rotz. Hab ich doch richtig gerechnet. Wir kriegen, wenn wir jetzt so einen großen, eine große Aufgabe, ich denke mal, wenn wir Adiras Dings hier schaffen, Adiras ganzen Relikte sammeln und die Geschichte abschließen mit Adira, kriegen wir auch nochmal ein paar Rotz zusätzlich dazu. So war das vorher auch, als wir die anderen Sachen abgeschlossen hatten. So. Einmal den Stein dort hoch, die Blase dort hoch. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Oder? Ich schmeiß nochmal da die Kugel rauf. Ach doch, da ist eine Blume. Ah, da geht's auch nochmal hoch. Hui. Und da geht's nochmal rüber. Verdammt. Jetzt müssen wir die Steine nochmal holen. Aber ist cool gemacht. Für ein Indie-Spiel auf jeden Fall richtig cool. So, was haben wir hier? Hanna und Adira haben an diesen Klippen Kristalle gesammelt. Okay. Oh, das Licht führt uns. Dann gehen wir mal hinterher. Ja, Hanna heißt die andere dort, ne? Die uns den Weg führt. Ja, nun weiß ich nicht. Wenn ich hier runterrutsche. Ach, da waren wir schon. Da ist da eine Rott gewesen. Wir gehen einfach mal hier weiter. Ah! Hier müssen wir die Maske anwenden. Oh, sie schmiedet. Ist das jetzt Hanna oder Adira? Einer von den beiden auf jeden Fall schmiedet dort in der Schmiede auf jeden Fall gerade zurecht. 400 Karma. Oh, 400 Karma. Wir können was upgraden. Das machen wir auch gleich. Wir machen die Mehrfachbombe, oder? Dann haben wir noch eine zusätzliche. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Die können wir jetzt machen, genau. Das upgraden wir jetzt mal. Sehr gut.
Ich glaube, wir müssen hier oben hoch. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da hoch müssen. Okay. Da komme ich ja gar nicht hin. Warte mal, den muss ich hier an der Seite, glaube ich. Okay. Hier vorne sind auch nochmal Steine. Ah, ja, jetzt. Oh, das wird aber knapp. Muss mich beeilen. Oh, geschafft. Mario. Wir haben einen Bosskampf, den Steinwächter. Den werden wir jetzt mal den Hintern versohlen. Ah ja. Noch einen hinterher. Der hat da hinten auf seinem Rücken eine Knospe. Ich glaube, dass wir die, also wenn er unten ist, anschießen müssen. Jetzt werden wir mal gucken, was für Moves er hier drauf hat. Mal gucken, ob wir da rankommen. Ah nee, tut sich nichts. Hier können wir uns nochmal aufladen. Aber wir brauchen eigentlich gar nicht. Hol uns nochmal ein paar Kügelchen. Und werden hier unser Rotthammer auf ihn draufwerfen. Ich glaube, das ist so oder so das beste Mittel. Sehr gut. Ah, hier. Hier sind schon ein paar grüne Gräser, grüner Rasen, der hier kurz mal aufploppt. Das wird nachher alles schön grün sein. So, oha, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Erstmal hier die Ads. Oh, was macht er denn jetzt? Oh, jetzt können wir die Rotz. Ja, genau. Jawoll, das war das. Wusste ich's doch. So. Ich glaube, jetzt geben wir ihm den Rest. Perfekt. Sehr schön. Habt ihr es gesehen, als er sich gebückt hatte, konnten wir die Rotz auf ihn jagen. Und haben damit richtig, mit dem Pfeil dann noch, richtig viel Damage gemacht. Sehr gut. Ui, was ist das denn? Eine Trommel und ein Hammer. Sieht aus wie von Monster Hunter. Da gibt es auch solche ähnlichen Waffen. Ich glaube, das war eine Trommel oder irgendwie sowas. Nee, ein Hammer. Haben wir ja entdeckt, das Relikt. Sehr gut. Adiras Reue. Beseitige die Verderbnis in den Dorfherzhöhlen. Ja, seht ihr? Jetzt haben wir wieder ein paar Rotz dazugekriegt. Ich glaube, 3 Stück insgesamt. Also immer, wenn wir irgendwie einen Boss besiegen oder irgendwas abschließen, kriegen wir nochmal zusätzlich Rotz dazu. Jetzt brauchen wir nur noch 30. Sehr gut. Jetzt holen wir uns unser Rottmonster und werden hier vorne nochmal diesen Blumenschrein reinigen. Und ich glaube, hier vorne war auch noch was. Nee. Okay. Also nur dieser Blumenschrein hier. Perfekt. Perfekt. Geh mal hier rein. Oh, hier steht sie auch schon. Okay, sie hat ihr Werkzeug gefunden. Das ist gut. Das heißt, wir können dort, wo wir im letzten Let's Play waren, da können wir, glaube ich, weitermachen. Gucken, ob wir noch irgendwie Kisten, Fässer oder sonstiges versteckt ist. Oder, oh, kommen wir hier hoch? Oh, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Hier können wir nochmal meditieren. Können wir nochmal meditieren? Ich glaube, hier kommen wir hoch. Hier ist nochmal eine Kiste. Und unsere Lebensanzeige etwas füllen. Mal schauen, ob wir das von hier außen irgendwie machen können. Ah, Teleportstein. Ah ja, hier. Ah, das ist der Fahrstuhl. Oh, wir wollen aber noch nicht runter. Noch nicht. Noch nicht. Wir holen ihn nochmal hoch, ja? Gleich. Wir machen erstmal hier vorne alles fertig. Und holen uns diesen
Meditationsstein. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Wir müssen hier vorne hoch. Wir hangeln uns mal hier lang quasi. Ah ja, hier drauf. Das war knapp. Ich wäre beinahe runtergerutscht. Sehr gut. Wir meditieren einmal. Füllen unsere Lebensanzeige ein Stück weiter auf. Okay. So, gibt es noch mehr hier drin zu holen? Kommen wir hier wieder raus? Wie kommen wir hier wieder raus? Ach, hier oben. So, dann war es das auch. Mehr ist hier nicht so. Und dann können wir eigentlich... Können wir dann runtergehen? Wir gucken hier nochmal um die Ecke rum. Hier könnten wir jetzt... Oh, hier einmal runtergehen. Ich guck mir das mal hier unten an. Oh. Oha. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Müssen wir überhaupt hierher? Da können wir schon mal die Träne abschießen. Ich gehe aber nochmal zurück. Ich glaube, wir sind hier... Wir sind hier zu früh. Ich gehe nochmal hoch. Ich gehe mal zu der Hanna da oben. Und quatsch sie nochmal an. Ja, von da sind wir rübergekommen. Geh nochmal hoch zu Hanna. So, mal gucken, was sie sagt. My journey took me far across the sea. Adira stayed behind to help the village. Okay. Her promise to move on without me if I didn't make it back. The villagers would need her help to build a new home. It must have been hard for her, not knowing my fate. Okay. So. Ich glaube, wir können aber auch mit dem Fahrstuhl hier runter. Wir holen ihn jetzt nochmal hoch. Ich guck mal hier runter. Aber nee, das ist Quatsch. Wir müssen hier nämlich komplett... Das geht dann komplett runter hier. Also dort runter, wo wir schon waren. Da, wo wir den Fahrstuhl quasi schon gesehen haben. Wir laufen hier einfach weiter und machen das hier unten erstmal fertig. Kommt, meine Rotz. Genau. So, da unten ist ein Stein. Und da hinten ist eine Plattform, die so aussieht, als könnte man sie runterdrücken oder drehen. So, wir nehmen mal das Rottmonster. Ah ja. Was haben wir jetzt damit geöffnet? Was haben wir jetzt gemacht? Ah, Wasser füllt sich. War das so gut? Ich glaube schon, ne? Ah ja, ich glaube, das war gar nicht so verkehrt. Denn jetzt können wir da rüber schwimmen. Ich wollte gerade sagen, es geht nicht, aber doch. Jetzt können wir nämlich hier drüber und hier hoch. Hier muss irgendwas sein. Eine Kiste. Hier ist nur eine Kiste. Wirklich? Das glaube ich jetzt nicht. Hier ist nur eine Kiste. Hätte hier nicht irgendwas Besonderes sein können? Also hier ist nur so eine einfache, ne? Kiste war hier. Okay. Wir gehen mal hier hin. Kommt man hier hoch? Ja. Was haben wir hier? Ah, ja, genau. Sehr gut. Eine Geisterpost. Perfekt. So, wie viele gibt's denn hier? Eins von eins. Ja, wir haben die gefunden. Die eine. Die eine Geisterpost. Sehr cool. Ich glaube, jetzt können wir auch wieder zurück. Und mit dem Fahrstuhl runter. Und dorthin, wo wir nämlich schon waren. Denn jetzt hat sie nämlich ihre Werkzeuge alle beisammen. Ich glaube, wir kommen jetzt durchs Tor durch.
Also ab zum Fahrstuhl. Runterfahren. Und dann da schnell hin. Ich glaube, so weit war das gar nicht weg. Sehr gut, hier rechts lang. Na, und dann den Weg hier hoch. War das jetzt hier hoch? War das hier lang? Nee, hier vorne ist ja... Oder doch? Nee, wir müssen dort hinten lang. Hier noch einmal. Und dann hoch, rechts hoch. Da war das. Genau. Ich glaube, wir hätten das auch hin teleportieren können. Ich glaube, hier vorne ist ein Teleportstein gewesen. Ja, hier vorne rechts, genau. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, sie ist gar nicht da. Doch, sie ist da. Ja, sie hat die Platte repariert. Genau, die hat nämlich nicht so geleuchtet. Ah, sehr schön. Und jetzt sehen wir dort oben auch diese drei Steine dort, die sich umdrehen. Das war vorher nämlich nicht. So, okay. Fangen wir an. Einmal den hier. Die Seite. Sehr gut. Dann muss ich den, glaube ich, noch einmal anschießen. Perfekt, dass er sich so rumdreht. Und jetzt einmal den Impuls. Ah, hat funktioniert. Sehr gut. Dann gehen wir mal rein da. Oder wir warten noch, ne? Ich glaube, wir machen das im nächsten Let's Play. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.